Abendessen ist die Kraft des Wir. Denn Wir schafft, was einer alleine nicht kann. Heute feiern wir beim Mitgliederfest diese Kraft, die nur die Gemeinschaft hervorbringen kann. Sehr geehrter Herr Obmann, lieber Hans, wie man heute sieht, zahlt es sich aus, bei Raiffeisen Mitglied zu sein. Welche Benefits bietet sie euren Mitgliedern? Naja, kann ich heute nur sagen, eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung bzw. Mitgliederfest, was wir heute haben, das bekommt nur ein Mitglied, der was bei der Genossenschaft Anteile gezeichnet hat. Natürlich gibt es nur noch Mitgliedervorteile, kann man auf der Homepage nachschauen, und auch die VIP-Mitgliedschaft, wo man für besondere Kunden Nahversorgergutscheine oder auch Wirtegutscheine anbieten. Wir haben jetzt schon so knapp über 20.000 Mitglieder, haben nur ein paar hundert Platz. Wir haben über 20.000 Mitglieder, das stimmt, und wir werden heute in der Halle ca. 2.200 Mitglieder, also über 10%, begrüßen dürfen. Das freut mich sehr, dass man in der jetzigen Zeit noch so viele Mitglieder von der Genossenschaft mobilisieren kann. Das liegt aber schon wieder an der Raiffeisen-Familie. Ihr habt ja den schönen Slogan, was einer allein nicht schafft, schaffen wir gemeinsam im Wir. Das Wir-Gefühl ist heute sehr gut spürbar. Das ist richtig. Der Wir-Gedanke, den spürt man halt richtig, wenn man in dieser Halle ist, beziehungsweise wenn man vorne auf der Bühne steht und in den vollen Saal reinschauen darf, da spürt man wirklich, wir schaffen das. Ja. Darf ich das jetzt schon länger begleiten und habe den Eindruck, dass da schon ein ganz faszinierender Team-Spirit herrscht. Wir bemühen uns natürlich auch, dass wir da das Miteinander auch intern fördern, nicht nur nach außen. Weißt du, das wäre nicht authentisch und würde nicht funktionieren, wenn man das wirklich nur nach außen leben würde. Auch intern muss das funktionieren. Das heißt, euer Slogan geht dann natürlich nach außen wie nach innen. Was einer alleine schafft, schaffen wir gemeinsam, und das Wir ist auch im Team spürbar. Nur so. Ich gehe mal davon aus, dass ein Bundeskanzler 7 Tage die Woche einen 12-Stunden-Job hat. Bleibt da Zeit über, dass man selber mit der Bankomatkarte sich Geld abhebt? Ja, also gerade für kleine Beträge, aber es ist eine Mischung. Es ist Karte, es ist Bargeld, es ist jetzt mittlerweile auch möglich, mit dem Handy zu bezahlen. Wichtig ist, dass die Möglichkeiten alle erhalten bleiben und nicht eine wegbricht. Und deswegen ist das Bargeld auch so wichtig. Aber gibt es wirklich, der Herr Bundeskanzler, selber am Bankomat? Ja, freilich. Wie soll ich sonst zu meinem Bargeld kommen? Ja, es kann auch sein, dass ich meine Frau bitte, es abzuheben. Okay. Aber ansonsten, ja. Also immer ein bisschen was eingesteckt und nicht nur auf Frau und Kinder und Mitarbeiter verlassen, sondern schon, der Herr Bundeskanzler ist seines Vermögens selbst Herr. Ja, das ist als Familienvater ein heikles Thema. Also es ist normalerweise so, dass ich weiß, wie viel ich in der Früh drinnen gehabt habe in der Brieftasche, und wenn ich dann ins Büro vorkomme, komme ich drauf, dass plötzlich was fehlt, und dann die Nachricht kriege von meinen Kindern, habe noch Geld für die Schule gebraucht, oder so, okay. Dann plötzlich das reduziert hat. Ja. Aber bei aller beruflichen Verantwortung, auch jetzt vom Job her, so viel Privatleben bleibt schon. Es muss, also das ist wichtig. Die Tage sind noch nicht alle immer gleich. Es sind auch dazwischen gute Phasen, wo man Zeit hat, auch sich zu regenerieren. Das gehört alles dazu. Es ist eine große Ehre, als Bundeskanzler dienen zu dürfen. Aber es ist auch für uns eine Ehre, dass Sie heute privat da sind. Ist ja nicht so selbstverständlich, oder? Nein, es freut mich total, wenn man sieht, welches Engagement da dahinter steht, wie viele sich verbunden fühlen. Über 2.000 Leute bei hohen Temperaturen, wie man uns beiden ansieht. Ja. Aber es ist wirklich schön, auch die Stimmung mit einzufangen. Und das ist, finde ich, auch wieder dann kraftgebend. Herzlich willkommen. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. So lautet ein altes Sprichwort. Was ist denn der Grund, dass die Raiffeisenbank Region am Städten heute hier so eine große Party organisiert? Es ist wirklich eine große Party geworden. Bürgermeister Raiffeisen schafft, dass auch die Eishalle ins Schwitzen kommt. Bei uns an der Genossenschaft sind die Eigentümer die Mitglieder. Ah ja, uns gibt es schließlich seit über 100 Jahren. Und wir wollen auch nochmal 100 Jahre dranhängen. Die 100 Jahre Raiffeisen, wenn man das zurückrechnet, heißt es, große Umbrüche in einer Gesellschaft, große Not, große Zukunft, große Entwicklung, all das in 100 Jahren. Das alles ist ein Leistungsbeweis, und den brauchen wir jetzt wieder, weil die Zeiten sehr, sehr dynamisch sind, in denen wir jetzt gerade leben.
die Raiffeisen unterstützen das Sportland Niederösterreich, soweit ich weiß, und deshalb bin ich da. Aber einige wissen es vielleicht, ich bin selber bekannt dafür, dass ich immer einen gelben Helm aufhabe. Jeder hat gewisse Vorstellungen, was eine tolle Bank bieten soll. Was muss eine Bank bieten, dass du zufrieden bist? Eine gute Bankberatung. Dass regional vertreten ist, dass ich einen Ansprechpartner habe, wenn ich was brauche, wenn ich persönliche Fragen habe an die Bank. Am Bankautomat. Und dass man die Kontoauszüge auch reinhauen kann. Zuverlässigkeit, Sicherheit und Glaubwürdigkeit. Das für mich bieten, dass es einfach da ist, wenn ich es brauche, dass ich eine Vertrauensperson habe. Und wenn irgendwas Änderungen ist, möchte ich gern, dass wir benachrichtigen. Wie schaut es mit Raiffeisen aus? Ja, Raiffeisen ist eh klar. Ich bin natürlich seit meinem Leben bei Raiffeisen dabei. Ne? Seit Kindheit, sagen wir so. Ne? Also vom Sumsi Sparbuch bis kurz vor der Holzpyjama. Sumsi, natürlich die Zuckerl, die sind immer bewährt und immer im Kopf. Ja, ne? Raiffeisen ist einfach, wir sind Jahrzehnte Kunden bei einer, unterm Strich sehr zufrieden. Ja, natürlich ist mir bei einer guten Bank halt wichtig, ein zuverlässiger Ansprechpartner, der was ich mir jederzeit halt wenden kann, der was eine kompetente Beratung voraussetzt und wo ich mich einfach gut aufgehoben fühle. Und da bin ich mir sicher hundertprozentig bin ich davon überzeugt, dass das auf jeden Fall Raiffeisen ist. Arbeitest du da? Ja. Und es freut mich gewaltig, dass ich heute bei da sein darf und dass wir ein bisschen Musik spielen können. Stärker, es wird härter. Bla 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 bla. Wir sind hier.